Welch ein trostloser Ort. Willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess HD. Wir sind jetzt hier im Schloss Hyrule. Haben im letzten Part Zelda kennengelernt und wissen jetzt auch, dass unsere ständige Begleitung hier Midna heißt. Oh, und leider hat sie uns über das Schicksal von Hyrule aufklären müssen. Was jetzt nicht besonders gut ist, und das sieht man ja auch daran, dass wir die ganze Zeit diese schönen Quadrate hochfliegen. Das Hyrule Castle ist tatsächlich dem Bösen verfallen, dem Schatten verfallen. Und wir müssen jetzt fliehen, bevor der Schatten auch noch uns ergreift. Partei von uns ergreift. Und deswegen gucken wir jetzt einfach mal, wo wir hier raus können. Denn sonst sind wir hier noch richtig geliefert. Sind wir zwar sowieso schon, weil wir ein Wolf sind. Und eigentlich so gut wie gar nichts können, aber. Tja. Verdammt, da sind sie schon! Was für aufdringliche Typen! Vielleicht hätte ich die Pause zwischen den Parts nicht so lang machen sollen. Scheiße. Aber da oben scheint noch eine Fluchtmöglichkeit zu sein. Jetzt regnet es auch noch. Hat es gerade schon geregnet? Ich weiß es gar nicht. Bei den ganzen Quadraten hier merkt man das gar nicht so. Auf jeden Fall ein ziemlich gruseliger Ort, der eigentlich echt mal schön sein könnte. Oder mal schön gewesen sein könnte. Hehe. Und? Weißt du jetzt, wo wir sind? Ja, natürlich. Jetzt schon. Ich hab's dir versprochen. Also bringe ich dich dahin, wo du hergekommen bist. Hast du das? Okay. Ich frage mich nur, ob du wirklich schon nach Hause willst? Könnte es nicht sein, dass du etwas Wichtiges vergessen hast? Was denn? Oh mein Gott! Willst du sie retten? Ich könnte dir dabei helfen. Allerdings, für ein kleines Entgelt natürlich. Wirst du dafür als mein Diener alles tun, was ich dir sage? Also komm, leck meine Stiefel. Nun, denk in Ruhe darüber nach. Ich habe ja immer noch keine Stiefel. Die musst du mir schon kaufen von deinem Geld. Okay. Okay. Jetzt wird's komisch. Diese Schattenwesen. Sehr, sehr merkwürdig. Aber wir sind wieder an unserer Quelle. Will sie etwa auch? Ja, sie erschafft auch so ein Portal. Hat sie also wohl doch was mit diesem King Bulblin zu tun? Und seinen komischen Goblins? Wer weiß. Ach so, eine Kleinigkeit hätte ich da fast vergessen. Auch wenn wir aus dem Schatten entkommen sind, hast du dich noch nicht zurückverwandelt. Woran das wohl liegen mag? Man sieht sich. Okay. Ja, super. Jetzt sind wir ein Wolf, haben keine Begleitung. Und was sollen wir jetzt tun? Ja, eigentlich sind wir ziemlich aufgeschmissen. Was sollen wir tun? Wir haben eigentlich überhaupt keinen Guide mehr. Was ganz schön an Midna war, aber irgendwie sind wir jetzt so ziemlich verloren, würde ich sagen. Wir haben unser Gespür. Hä? Und? Was willst du jetzt machen? Ja, keine Ahnung. Ah, oh, dieser schöne Ton. Nein, du hast keine Nachricht bekommen auf deinem alten Handy. Dachtest du etwa, ich wäre weg? Eines muss ich dir noch sagen. Es bringt nichts, jetzt versuchen hier den Helden zu spielen. Das Gebiet jenseits der Brücke ist bereits vom Schatten überzogen. Und dort kommst du auch nur hinein, wenn ein Wesen der Finsternis sich hineinzieht. Kurz gesagt, du brauchst die Hilfe von jemandem wie mir, um die Schatten zu betreten. Wenn du deinen Freunden also helfen willst, dann tu besser, was ich dir sage, verstanden? Ob wir erfolgreich sind, hängt also ganz von dir ab. Ob du auch brav bist. Und denke nicht, dass ein paar nette Worte ausreichen, mich zu überzeugen. Alles, was ich im Moment brauche, sind ein gutes Schwert und ein Schild, der zu mir passt. Du weißt doch, was das heißt. Was willst du tun? Während wir hier reden, breiten sich die Schatten weiter aus. Also gut, also los. Wir haben wirklich keine Zeit. Toll. Jetzt müssen wir eher noch ein Schild und ein Schwert besorgen. Aber immerhin heißt das, wir bekommen dann noch irgendwann unser erstes Schild vielleicht, so. Mehr oder weniger. Keine Ahnung, vielleicht ist sie ja irgendwie so freundlich und überlässt es uns, wer weiß, keine Ahnung, aber generell finden wir den ersten Schild des Spiels, wenn wir ihn dann finden. Und das könnte noch dauern. Mal schauen. Mal schauen. Auf jeden Fall bleibt uns nichts anderes übrig, als nach Ordon zu gehen, oder? Sie lässt uns wohl noch nicht in den Schatten rein, ohne dass sie Schild und Schwert hat. Deswegen haben wir leider nur diese eine Möglichkeit, weiter in den Süden vorzudringen. Und da sind leider schon die Goblins. Und das ist kein gutes Zeichen. Unser Haus können wir offenbar auch nicht, weil wir können ja wohl als Wolf schlecht klettern, oder? Wir können es mal versuchen, aber
Ne. Es geht nicht. Da können die Vogelscheuchen noch angreifen. Aber was soll das schon bringen? Davon retten wir jetzt leider auch keinen. Und unser vieles Geld kann es auch nicht retten. Warte! Ein Eichhörnchen! Diesen Fiesling hast du aber ganz schön Saurus gegeben. Bravo! Diese Typen haben sich haben den ganzen Wald verwüstet und das Dorf auch. Sogar die Kinder aus dem Dorf haben sie entführt. Aber du bist einer von den Guten, das merkt man direkt. Schließlich riechst du auch nach den Bäumen wie in Order und so. Und ja, wenn du in Schwierigkeiten kommst, dann sprich am besten mit den Tieren im Dorf, ja? Keine Sorge, wir Tiere verstehen uns untereinander. Du bist also nicht allein. Okay, das ist ein positiver Nebeneffekt, den wir jetzt als Wolfling tatsächlich haben. Wir können uns jetzt mit Tieren verständigen. Ich meine, okay, die können uns jetzt auch nicht so wirklich viel helfen, aber sie können uns Informationen geben, was uns dann doch helfen können. Oh nein, was für ein Elend! Ach Kinder, wo seid ihr nur? Na, vergibt eurem Vater diesem törichten Taugenichts. Tja, der scheint jetzt mal richtig hier im Arsch zu sein. Er kann nur einfach froh sein, dass er sich da oben hin verbissen konnte. Da kommt Sarah wahrscheinlich nicht hin. Und kann ihm wahrscheinlich jetzt keine verpassen hier. Ich schätze mal, sie wird sich hier im Haus verbarrikadiert haben. Weil er selber viel zu viel Schiss hat vor Schattenwesen. Genau betrachtet sind wir jetzt leider aber auch eins. Und deswegen wird uns hier wahrscheinlich keiner erkennen. In unserer Wolfsgestalt. Aber mit dem Hühnchen können wir hier reden. Bak, Nanu? Ein Wolf in einer Vollmondnacht? Wie romantisch, Bak, Bak. Was verbirgt sich hinter der Erscheinung? Bak, Bak, Bak. Jemand, der zurzeit nicht im Dorf ist? Da? Na, da kommt man ja schon ins Grübeln, oder? Du gefällst mir. Deine Augen verraten ein scharfes Gespür. Das Fell ist weich und flauschig und du musst ein Wolf sein. Bak, Bak. Ich kann dich ganz schnell zerfleddern, das weißt du schon. Naja. Naive kleine Hühnchen. So muss das sein. Und hier haben wir Gespür. Hier können wir wühlen. Und das nutzen wir auch einfach gleich mal. Und was bringt das? Das bringt Zugang zu dem Haus. Wir hätten eigentlich schon die ganze Zeit mal in die Häuser gehen können, glaube ich. Aber joa, jetzt sind wir so oder so hier. Wir können unser Gespür verwenden und... Tja, was haben wir hier? Rosenkränze oder Blumenkränze generell. Ein schönes Sofa, sieht bequem aus. Mit den ganzen Kissen, einen Schaukelstuhl, ein Esstisch und das war es auch eigentlich schon. In Ordnung leben sie jetzt hier nicht wirklich hier so... Ne? Schön ausschweifend, sondern wirklich eher... In den nötigsten Verhältnissen. Und was haben wir hier? Eine süße kleine Familie. Ein schönes Bild. Auch wenn ich nicht verstehe, warum es vier sind. Wahrscheinlich wegen der kommenden ja, Tochter oder des Sohnes. Die Mutter ist ja hier schwanger. Das ist ja Collins Haus wahrscheinlich. Ne? Hier die von Collins Familie halt. Aber leider scheint es hier nichts zu geben. Und auch an das Essen, da kommen wir hinten nicht ran. Oder was auch immer da hinten gerade kocht. Vielleicht ist es auch Wäsche. Ich weiß es nicht. Das heißt, wir verbissen uns hier wieder. Weil hier gibt es offenbar nichts Tolles. Ja, wir begehen jetzt halt hier Hausfriedensbruch. Aber was sollen wir sonst tun? Als Wolf haben wir jetzt nicht wirklich die Möglichkeit, irgendwie noch um nach Erlaubnis zu fragen, nach einem Schild und einem Schwert. Das heißt, wir müssen jetzt auch mal ein paar gröbere Mittel verwenden, um irgendwie, ja, unsere Sachen zu bekommen. Ich meine, es sind ja auch im Endeffekt nicht Sachen, die wir wollen, sondern die Midna will. Und leider sind wir darauf angewiesen, ihr zu gehorchen. Nanu, neu hier, Bark, ja, na, gar nicht mal so dumm von dir, hier erstmal mit den wichtigsten Leuten bekannt zu machen, ja? Bark, also quasi bei mir. Willst du etwas über das Dorf erfahren, Bark, Bark? Ja, ich kann dir alles erzählen, was du wissen musst, ja? Was meinst du, Bark? Erzähl. Für gewöhnlich ist es hier ein ganz normales, ruhiges Dorf, aber es gibt hier mal gerade ziemlich Ärger. Ich glaube es nicht. Du glaubst es nicht. Die Monster haben das Dorf überfallen, und die Kinder entführt. Übrigens, ja, irgendwie, du siehst irgendwie ein bisschen monströs aus. Also, an deiner Stelle wäre ich vorsichtig, und ich an meiner Stelle eigentlich auch, weil ich könnte ganz schön zu Nuggets werden. Die Leute in dieser Stadt können ziemlich allergisch und auf dich reagieren. Okay. Allergisch. Das kann ich mir vorstellen. Wir sehen wirklich ein bisschen monströs aus. Ich glaube, so ein Wolf wird jetzt nicht jeder in seinem Dorf rumlaufen haben. Auch wenn der Wolf ein faszinierendes Tier ist. Ich glaube, so auf der Straße will ich es auch keinem begegnen. So. Ist doch schon ein bisschen gefährlich, ne? Ja, in dieses Haus kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Wir können zwar unser Gespür verwenden, aber es ist jetzt alles Holzboden hier und es sieht nicht so danach aus, als könnten wir uns hier irgendwo reingraben. Gucken wir einfach mal weiter. Nö. Dieses Haus, also das Haus des Bürgermeisters, ist also offenbar tabu. Vielleicht können wir uns hier irgendwie zu diesem Chicken darüber graben. Sieht auch nicht so aus. Tja. Vielleicht sollten wir versuchen... Oh, da drüben unterhält sich jemand. Vielleicht sollten wir versuchen, zu dem Typen da oben hinzukommen. Oder wir versuchen mal hier reinzukommen. Können wir hier rein so? Da oben gibt es was zu graben, aber ich glaube, das ist eher...
Gefühl. Ja, hier können wir eher Rubin oder sowas rausholen. Herzen, genau. Ist leider nicht, um da reinzukommen. Oh, ein blauer Rubin. Chillig. Chillige Sache. Ich glaube, wir können so lange wühlen, bis der Boden nicht mehr glitzert. Können wir hier irgendwie mit Midna vielleicht so was machen? So Action? Nö. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir zuerst mal auf die andere Seite. Und gucken, was da für ein interessantes Gespräch ist. Denn da unterhalten sich offenbar zwei Personen. Der Bürgermeister und dieser kleine Typ mit der hohen Stirn. Das sieht doch schon mal interessant aus. Ach, du meinst den Schild? Psst, du bist viel zu laut. Okay, okay. Langsam ran schleichen, vielleicht hören wir irgendwas. So. Ich weiß ja nicht. So ganz lauschen. Ich komme, um dieses Ding zu holen. Ich komme, um dieses Ding zu holen, du weißt schon. Aha, okay. Nochmal lauschen. Ich komme, dieses Ding zu holen, du weißt schon. Okay. Das scheint auch nichts zu bringen. Lauschen. Dieser Schild ist noch bei dir zu Hause, oder? Ja klar, der muss irgendwo in dieser oberen Abstellkammer sein. Na dann geh und bring ihn her. Mo ist ja verletzt. Also werde ich mich auf der Suche nach, auf die Suche nach den Kindern machen. Okay, ich glaube, der Typ, mit dem wir im Abgang haben, dem wir immer geholfen haben, der war Mo. Also dieser Typ, den ich normal synchronisiert habe. Aber Mo haben sie erwischt, obwohl er sein Schwert hatte. Ohne Waffe hast du doch gar keine Chance. Achso, das hat der andere gesagt. Keine Sorge, das Schwert, das wir der königlichen Familie als Geschenk überbringen wollten, ist noch in Mos Haus. Na gut, wenn du sagst, Boro. Dann gehe ich jetzt. Wo ist er denn? Ha! Ein Monster, nicht wie weg! Ich bin doch nur ein süßes kleines Wölfchen. Boah, ohne Spaß, ich habe jetzt ernsthaft umgedreht, um zu gucken, ob irgendwo mein älteres Handy geklingelt hat, ne? Das hatte ich ja als Klingelton, wer es nicht weiß, für WhatsApp. Na, wenn das mal nicht interessant ist. Was für eine Bande von Schwachköpfen. Menschen halt. Also. Tja, das sieht nach einer Route aus. Welchen Weg sollen wir nehmen? Da gibt's eigentlich nur einen. Kätzchen! Nee, Hündchen. Gut, sah gerade nach einer Katze aus. Spaziergehen, man dachte, ist echt der Wahnsinn. Wow. Vielleicht können wir heute wieder was Tolles finden. Wow. Löcher graben und Schätze finden und so, das ist das Allergrößte. Vor allem Stöckchen holen, ja, das mag ich besonders. Mit dem Gespür muss man nur gründlich genug suchen, ja? Dann mit Y graben und dann findet man immer was. Wow. Okay. Ja, mit dem Gespür suchen ist auf jeden Fall durchaus geil. Kann man durchaus Schätze finden, auch hier auf dem Kürbisfeld. Oh mein Gott, geht richtig ab hier. Wenn man da mal richtig buddeln würde. Muss man teilweise ziemlich genau sein, was das angeht, aber irgendwie gibt es hier gerade nichts Spannendes, so wie es aussieht. Ah, jetzt haben wir einen Rubin ausgegraben. Man sieht also, es muss ziemlich genau sein. Beziehungsweise man muss da buddeln, wo es auch wirklich steht. Da steht ja immer Y buddeln. Nur an der Stelle kann man dann wirklich graben. Oder wühlen steht da nicht buddeln. Kann ich lesen. So. Machen wir es einfach mal hier. Es ist ja nur immer einmal. Vielleicht haben wir noch ein paar Rubine hier rauszuholen, jawohl. Ah, es sieht doch erstmal ganz gut aus. Wir können auch die Kürbisse zerstören. Theoretisch, glaube ich. Ich will jetzt auch nicht zu lange hier mich aufhalten. Ist zwar ganz chillig hier so eine Atmosphäre, aber. Ein Monster! Heilige. Wollt ihr etwa schon wieder unser Dorf überfallen? Gib uns unsere Tochter zurück! Hier, nimm das! Nein! Er ruft unseren Falken! Heilige Scheiße! Tja. Was willst du tun? Nein! Hau ab! Lass mich in Ruhe! Tja. Was machen wir da jetzt nur? In diesen Scheinwerferlicht-Dingsbums dürfen wir offenbar nicht rein. Was wollen wir also tun? Katze? Miau. Sag mal, du wurdest doch etwa von dem Falken angegriffen, oder? Miau. Entschuldige, der Mann, der den Falken gerufen hat, das ist das Herrchen von meinem Frauchen. Miau. Vielleicht kannst du dich von hinten miau anschleichen, um ihn zu miau erschrecken. Von hinten anschleichen? Das heißt, wir müssten hier hoch. Und Midna hat offenbar auch Bock, uns da hochzuschleppen. Also gut, von hier aus kletterst du am besten aufs Dach und überraschst den Alten. Von oben auf die Welt herabsehen? Der wird sich noch wundern, was er davon hat. Nach Midna hat schon ziemlich fiesen Charakter. Aber das ist cool, manchmal. So, du Pisser. Spring einfach ins Wasser. Ach, ein Lappen. Oh, wir können heulen.
Wir können heulen. Moment, mit, ne? Moment. Wir können hier heulen. Tonhöhe. Ach, es klingt einfach so schön. Okay. Bringt das was? Ja, das bringt was. Der Falke kommt. Vielleicht erkennt er uns dann also wieder, beziehungsweise wir können ihn davon überzeugen, dass wir kein Feind sind. Was schon mal viel wert wäre. Du bist doch Link, oder? Entschuldige, dass ich dich vorhin angegriffen habe, aber wenn man mit dem Gras ruft, dann habe ich einfach keine Wahl. Ich dachte, da flirtet jemand auf dem Gras, deshalb bin ich gekommen. Das muss wohl deine Stimme gewesen sein. Nur als Geste der Entschuldigung. Wenn du mich an einen anderen Ort rufst, kann ich dir vielleicht behilflich sein. Ich glaube, das war tatsächlich mal der Fall. Deswegen ist es sehr gut, dass wir jetzt schon mal diese Vorbereitung quasi gemacht haben. Aber unser jetziges Ziel sollte erstmal sein, in das Haus zu kommen. Denn hier soll sich ja das Schild, der Schild befinden. Den Bittner ja so dringend haben will. Im Obergeschoss oder irgendwie in der oberen irgendwas, meinte der Typ. Generell, hier sind Kürbisse. Okay, die haben wir also schon geerntet. Noch mehr Kürbisse. Ein Stockbett oder irgendwas. Ein großes Bett. Chillige Sache eigentlich. Ein chilliges Haus eigentlich, muss man sagen. Und da kommen wir, glaube ich, mit Midna hoch, wenn ich mich nicht täusche. Und Wandmalereien. Die wir jetzt nicht erkennen, weil das viel zu nah ist. Das ist die Vogelscheuche auf jeden Fall. Das sieht ein bisschen nach Maru aus irgendwie. Sehr mysteriös auf jeden Fall. Ja, wie kommen wir jetzt nochmal? Ich meine, man müsste hier jetzt irgendwie mit Midna irgendwie so hochkommen. Also, wo ist der Schild jetzt nur? Naja, und jetzt, genau, man muss erstmal mit der reden und dann kann man erst mit der hier hoch. Das finde ich immer ziemlich fies. Da ist der Schild, ja. Hey, da ist ja der Schild, ja. Hab ich ja nicht gerade erst gesagt, so. Hier. Moment. Ach, ZL. So, springen. Oh. Da war ich zu nah dran. Okay. Zack. Zack, feuern. Zack, so. Und ram! Ja, mit dem Schild. Gib ihn her! Da ist er. Und er ist sogar nicht kaputt gegangen. Das ist schön. Du hältst den Ordon-Schild! Drücke ZL, um ihn zu verwenden. Er verbrennt, wenn er mit Feuer in Kontakt kommt. Oder wenn du mit Feuer in Kontakt kommst. Das sieht irgendwie billig aus. Ja, ist er auch. Aber generell, was? Wir haben hier so komische Verhältnisse. So viel können sie jetzt nicht leisten. Das findest du doch bestimmt schnell, oder? Das Schwert so. Ja, bestimmt. Was haben wir denn hier noch so? Blumen. Das sah ein bisschen nach Pfeilen aus, muss ich sagen. Aber gut. Ich glaube, so einen Bogen, Pfeil und Bogen haben die jetzt hier nicht wirklich. Ach, ich wollte jetzt durch die Tür rausgehen, ja. Immer noch nicht an die Gestalt gewöhnt, ja. Das stimmt schon. Kann uns mit dann wieder verklagen hier. Ich würde gerne in die andere Richtung, geht das? Oder muss ich jetzt erstmal von hier aus und dann... Ich bin ja von da oben gekommen, oder kann ich mich hier irgendwie rauswühlen? Ich glaube, es gibt hier noch einen Alternativweg. Deswegen mal umschauen. Ich meine nämlich, man kommt nicht wieder da hoch zurück. Nee, man muss... Ach, stimmt, ja. Ich meine, man muss auch da oben sogar bleiben. Moment, ich komme noch auf die Tasten, nicht ganz klar. Man muss jetzt da raus, natürlich. Ich habe gerade auch noch dahin geguckt. Habe gedacht, vielleicht ist es ein Ausweg, aber... Habe ich gar nicht drüber nachgedacht jetzt. Und wir sind wieder im Wasser. Was war das für ein Geräusch? Sind etwa die Kinder zurückgekommen? Ich sehe mich nochmal um. Draußen. Geh du lieber rein ins Haus. Das Schwert für den Hof von Hyrule liegt auf dem Sofa. Wenn der Bürgermeister es holen will, gib es ihm. Aber Mau, ich bin doch deine Frau. Ach so, du meinst das Schwert. Du bist doch verletzt. Okay. Okay. Also ist offenbar doch das Schwert bei denen. Allerdings mussten wir erst den Schild finden, damit das Schwert überhaupt erst da gespawnt wird. Toll. Da haben wir wieder die richtige Reihenfolge gewählt. Ja, jetzt müssen wir natürlich auch aufpassen, dass die uns jetzt nicht erwischen. Der Mau ist jetzt da so ein bisschen... am Stalken. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir da in die Ecke kommen. Ohne gesehen zu werden. Denn da hinten ist ja... Ja. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Uns hat keiner gesehen. Hervorragend. X. Und reingraben. Ist ja gut, dass die Mutter jetzt noch nicht reingegangen ist. Also die Frau von ihm. Denn dann haben wir jetzt hier freie Bahn, wenn Colin nicht gerade zu Hause sein sollte. Aber der ist ja entführt worden. Deswegen... können wir uns ganz easy das Schwert nehmen. Du erhältst das Ordon-Schwert. Mo hat es als Geschenk für den Hof von Hyrule angefertigt.
Wunderbar. Damit sind jetzt unsere Waffen komplett. Wenn du dir Mühe gibst, dann bist du ja doch zu etwas gebrauchen. So, damit endet unser kleiner Exkurs. Und jetzt will ich dich in die faszinierende Welt der Schatten führen. Du solltest doch einmal in den Wald gehen, in dem du in diese Gestalt verwandelt worden bist. Okay. Das klingt nach einem Plan. Wir gehen nochmal gerade raus. Lohnt es sich noch gerade in diesen Wald zu gehen? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht gefunden werden, oder? Ich glaube auch, ja. Ich glaube, wir müssen wieder aufpassen, wobei. Nö, ich glaube nicht. Oh, doch. Der Typ ist noch da, der Mo. Der wandert hier noch ein bisschen rum. Stapft noch durch die Gegend, aber es wird ihm nichts bringen. Schild und Schwert gehören uns. Tja. So sei es. Hier sind noch keine Gegner mehr. Wunderschön. Dann soll es also im nächsten Part weitergehen in den Schatten. Und Midna wird uns wieder reinziehen wahrscheinlich dann. Weil sie hat ja gesagt, es kann nur ein Schattenwesen tun. Und dann werden wir, keine Ahnung, was tun. Noch haben wir keinen Plan, aber wir haben ein Schwert und ein Schild. Warte. Komm zu meiner Quelle. Was ist das? Deine Erscheinung. Eine dunkle Kraft. Komm zu mir. Okay. Holy! Was passiert hier? Achtung! Ein Wesen der Finsternis. Ich spüre, dass es näher kommt. Das ist was für den nächsten Part, würde ich sagen, oder? Aber ich kann nicht anhalten, oh mein Gott. Vielleicht sollten wir den Part auch einfach extenden. Ich glaube, wir extenden ihn. Komm her, zack! Komm her! Ich mach dich fertig! Zack, zack, komm her, Döner! Ha, hervorragend. Das Wesen der Finsternis ist passé. Es ist erledigt. Und wird in das Portal zurückgesogen. Wow. Was für ein Spektakel. Ist das vielleicht der Lichtgeist, von dem Elia gesprochen hat? Als sie Epona heilen wollte? Sieht auf jeden Fall sehr mystisch aus. Und ja, eine weitere mystische Gestalt scheint sich hier zu offenbaren. Oder habe ich einfach nur LSD genommen? Ich bin mir ja gerade noch unsicher. Heilige Scheiße. Sieht das episch aus. Allein für solche Szenen ist HD einfach richtig episch. Tapferer Jüngling. Geleitet von der großen Göttin von Fei. Ich bin Latoran. Einer der vier Lichtgeister. Der im Auftrag der Göttinnen Hyrule mit Licht erfüllen. Ja, die. Okay. Oder der. Ja, egal. Dieser Dämon, den du gerade niedergerungen hast, gehört zu den Wesen der Finsternis. Sie rauben uns Lichtgeistern unsere Kraft. Okay. Das klingt ja nicht gut. Schon ist alles Licht aus Hyrule gewichen, da es von den Wesen der Finsternis geraubt wurde. Was treibt sich auch einfach so rum? Ich meine, du bist ein Lichtgeist, heilig. Die Gebiete, welche die anderen Lichtgeister schützten, sind von den Schatten geraubt worden oder überfallen worden. Oder ich habe den Text nicht rechtzeitig gelesen. Wenn niemand diese Wesen aufhält, wird bald nicht nur Hyrule, sondern die ganze Welt des Lichts von Schatten verhüllt sein. Tja, das ist schrecklich. Dem muss hier jemand Einhalt gebieten. Kann derjenige ich sein? Um die Welt vor dem König der Schatten zu retten, musst du ihr das verlorene Licht zurückbringen. Und das heißt, du musst die drei Lichtgeister erretten, die in den Schatten
gefangen sind. Und dann sind die vier Giganten da und retten die Welt, oder wie? Ich meine, es sind auch vier. Du musst wissen, der Einzige, der dazu in der Lage ist, bist du. Dir selbst ist sie wohl noch nicht bewusst. Die unglaubliche Kraft, die dir gegeben ist. Und vor allem der Mut, ne? Der ist das Wichtige. Wer einmal von den Schatten berührt wurde, der verliert seine ursprüngliche Gestalt. Unwiderruflich. Aber wenn du dich in Tiergestalt zum Wald von Faerun begibst und ihr und den Lichtgeist dort befreist, dann wird der Lichtgeist seine Macht zurückgewinnen und dir deine ursprüngliche Gestalt wiedergeben können. Okay, das klingt nach einem Plan, würde ich sagen. Ich frage mich nur, warum du das nicht kannst. Du bist auch ein Lichtgeist. Oder bist du einfach nur ein Lappen? Tja. So sind sie, diese Lichtgeister. Zu faul, um irgendwas zu machen. Vielleicht hat aber tatsächlich nur der Wald von Faerun Geist die Kraft, uns die Gestalt zurückzugeben. Ich weiß es nicht. Der Part ist auf jeden Fall schon jetzt überlang und ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es jetzt dann hier wirklich mal weiter. Die Szene habe ich jetzt natürlich nicht auf dem Schirm, sonst hätte ich das rechtzeitig gestoppt, die ganze Szene. Also hier reinzugehen und so. Aber gut, beim nächsten Mal geht es dann also weiter in den Schatten und wir werden den Lichtgeist von Faerun hoffentlich befreien können. Bis dahin. Tschüss.